Gut, zusammen hier ist wieder euer VCT Reflector, aka Frankie vom VCT Reflector Gaming, und heute habe ich ein kleines Unboxing für euch. Ich habe mir heute mal was ausgedacht, und zwar, ich habe eine neue Tastatur bestellt und ich werde sie jetzt mit euch zusammen auspacken, und es handelt sich dabei um die TT Esports Mecha. So, wollen wir direkt mal anfangen hier, das schöne Paket hier mal einfach mal auszupacken. Ich habe hier Gott sei Dank ein schönes Messer schon dabei und dann können wir das hier wunderbar auch hoffentlich aufmachen. Ja, ein bisschen gut eingepackt hier das Ganze. Wenn ich so drüber nachdenke, hätten wir diesen Teil wunderbar rauslassen können. So, viel jede Menge Zeug, was man nicht braucht. Bin gleich fertig. So. Also, was haben wir denn hier? Also, zunächst einmal Rechnung, Werbung, 5 Euro Gutschein für Zalando, darf meine Frau nicht wissen. Was haben wir noch hier Schönes? Noch ein Gutschein, interessiert uns alles nicht, denn das, was uns interessiert, ist hier. So, und damit ihr das auch nicht hier, keine Ahnung, man weiß, was ich wohin ihr sehen müsst, kommen wir jetzt einfach mal ein Stückchen näher. Also wie gesagt, hier seht ihr dann die neue TTI Sports Mecha, die ich benutzen werde. Natürlich erstmal zu der Frage, warum überhaupt eine neue Tastatur? Ich habe mir dann so gedacht, ich werde euch mal jetzt gerade meine aktuelle Tastatur... Wenn ich euch meine aktuelle Tastatur zeigen, und hierbei handelt es sich um die Rokkad ISCO. Ich persönlich finde diese Tastatur echt super, allerdings habe ich ein Problem mit dieser Tastatur. Denn ich habe das Problem, dass diese extrem groß ist, ganze 53 cm in der Breite. Und für mich als Low-Sensor in First-Person-Shooter ist es ein kleines Problem, weil ich dann immer wieder, wenn ich mich nach links drehen will mit meiner Maus, immer wieder hier schön an die Kante drankomme. Deswegen also hier die Mecha. So, ohne großartig rumzureden, wollen wir das Ganze mal auspacken. Ich habe jetzt leider Gottes nur eine Hand, aber Gott sei Dank ist hier auch nichts großartig geklebt. Also machen wir das Ganze hier mal schön auf. Aha, sieht das schon mal sehr schick aus. Wollen wir mal sehen, was wir denn hier so alles Schönes finden. Oh, auf jeden Fall, was man schon mal sehen kann, wenn ihr das auch sehen könnt hier, super Kabel, super Verarbeitung, ziemlich fest, scheint auch relativ lang zu sein, auch ziemlich cool. Die Kabel sind hier mit Klettverschluss zugemacht. Mit einer Hand ein bisschen schwierig. Aber hinbekommen. Sieht auf jeden Fall sehr geil aus. Dann machen wir das Ganze mal ein bisschen weiter auf. Und hier haben wir das gute Stück. Das nehmen wir natürlich hier aus dem schönen Paket heraus. So, und haben dann hier noch ein bisschen Unterlagen dabei. So, das schöne Paketchen, was wir hier haben, tun wir mal gerade auf die Seite. Das gucken wir uns gleich nochmal an und kümmern uns mal erstmal hier um den schönen Papierkram. Ich hätte nicht gedacht, dass ich hier mit einer Hand so viel hinbekomme. So, vielleicht auch nicht. So, was haben wir denn hier Schönes? TT Esports by Eternal Take. Machen wir das Ganze mal hier auf. Open here. Mal schauen, was wir denn hier alles Schönes drin haben. So, als erstes. Ja, das sieht nach der, wie heißt das noch? Oh mein Gott, Gewährleistung, ja genau, Gewährleistung. Und hier haben wir dann die Multilanguage Quick Installation Guide. Das werden wir uns natürlich gleich in Ruhe nochmal angucken. Aber natürlich wollen wir erstmal uns die Tastatur an sich anschauen. So, die machen wir dann auch gleich hier auf, wenn ich das mit einer Hand hinbekomme. Ja, scheint ja ganz gut zu funktionieren. Macht auf jeden Fall meinen super Eindruck. Aber zunächst einmal zu der Tastatur selber. Wie schon gesagt, die ISCO ist da schon ein bisschen breiter. Ich könnte ja mal gerade meinen Assistenten hier hinrufen. Lieber Assistent, kommst du mal bitte hier hin und hilf mir mal gerade ein bisschen beim Aufmachen. So, hilf mir mal gerade. Zieh mal. Ja, kleine Kinder hinter kommen da besser dran als ich. So, wunderbar. Einmal kurz abziehen, bitte. Sehr schick.
So, und nicht nur, dass diese Tastatur von der Breite her viel, viel enger zusammen ist, also ist alles nicht so ganz so breit, sie ist auch noch trotzdem, hat sie trotzdem ihr schönes Numpad, worauf ich immer sehr großen Wert drauf lege, dass ich das immer gerne dabei habe, weil es geht einfach hier viel schneller, irgendwelche ja, Nummernfolgen einzugeben. Mag ich jedenfalls lieber hier, als das hier oben in dieser Leiste zu machen. Und das war für mich schon ein großer Kaufgrund, allein schon, weil das hier alles ein bisschen enger zusammen ist. So, wenn wir jetzt mal hören. Ja, das hier ist eine mechanische Tastatur. Sie arbeitet mit den MX Black Cherry Keys. Auf jeden Fall sehr cool. Hat einen schönen angenehmen Widerstand, finde ich. Sie sollen ja angeblich, sollen die MX Black Cherry die besten Tastaturen für Gamer sein. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt, wie sich das Ganze dann im Nachhinein anfühlt. So, kommen wir also direkt gleich mal zu dem Test. So, mittlerweile haben wir das Ganze auch schon installiert. Das war relativ einfach. Das war ein ganz normales, simples Plug and Play. Das heißt, einstecken, glücklich sein. Also sehr, sehr cool. Und hier steht sie dann auch schon bei mir direkt griffbereit. Und ich muss ganz ehrlich sagen, richtig top. Auf jeden Fall sehr coole Verarbeitung. Das Ding ist sehr, sehr schwer. Das heißt, also verrutschen ist da nicht. Ihr habt so gesehen, wie groß meine Rokat Isco war. Das Ding ist tatsächlich noch ein Ticken schwerer. Zumindest hat das den Eindruck. Das bedeutet, das Ding steht immer bombig an dem Platz. Also da kann eigentlich nicht allzu viel passieren, selbst bei sehr schnellen Tastenfolgen. Natürlich ist die Frage, wie ist das Ganze beim Spielen? Und das wollen wir uns natürlich auch noch anschauen. Aber vorher wollen wir natürlich auch darüber sprechen, welche coolen Gimmicks und coolen Sachen es eigentlich mit dieser noch dabei, ja, ne, was diese Tastatur denn noch alles kann. Und das ist tatsächlich, muss ich ganz ehrlich sagen, nicht allzu viel. Diese Tastatur ist sehr, sehr, sehr spartanisch ausgelegt. Das bedeutet aber nicht, dass da Sachen fehlen, sondern es ist wirklich das Beste dabei, was man wirklich als Gamer gebraucht. Und dafür ist die echt top. Also, wir haben eine 1000 Hertz Polling Rate. Das bedeutet, 1000 Mal pro Sekunde sagt die Tastatur eurem PC, was gerade läuft. Und das ist schon mal sehr, 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 sehr schnell. Und das hilft definitiv auch bei schnellen Spielen, wie es zum Beispiel auch Battlefield oder von mir aus auch Titanfall oder Call of Duty ist. Ja, 50 Million Keystrokes. Ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, was das ist. Wenn ihr das wisst, dann schreibt es mir bitte in die Kommentare. Ich weiß es nämlich nicht. Und was auch sehr, sehr geil ist, zwei USB-Hubs. So, und die zwei USB-Hubs natürlich und nicht Hubs sind hier hinten, einmal da und einmal da. Sehr, sehr geil, also auf jeden Fall sehr praktisch. Kann man gut gebrauchen, wie zum Beispiel ein Headset anschließen oder auch mal von hier aus mal schnell einen USB-Stick dran. Ist gar kein Problem, geht super schnell. Auf jeden Fall Top-Sache. Also, wie gesagt, bis jetzt mein Eindruck sehr, sehr gut. Ich habe alles da, was man braucht. Aber wir wollen natürlich auch wissen, wie stellt sich das Ding beim Gaming an. Und das seht ihr jetzt. So, wir sind dann auch jetzt in-game mit der TT eSports Mecha und wir spielen eine Runde Titanfall. Ein sehr, sehr schnelles Spiel, wo es auf schnelle Reaktionen, größere Tastenkombinationen ankommt. Und da ist es dann doch unheimlich wichtig, dass die Tastatur dann auch mithalten kann. Und kann die TTI einfach viel zu viele Es und Is? TTI eSports, nein, TTI eSports natürlich. Kann die Mecha denn jetzt mithalten oder nicht? Ja, definitiv, sie kann mithalten. Im Gegenteil, sie ist sogar sehr, sehr gut da drin mitzuhalten. Ich fühle mich mit der Mecha total sicher, mit den Tasten, die ich dann drücke, obwohl die Tasten dann doch kleiner sind als bei meiner vorherigen Isco. Ja, den nehmen wir noch mit. Ja, ist der. Fühlt sich das Ganze doch recht gut an. Also, obwohl, wie gesagt, die Tasten jetzt hier kleiner sind, wo ich schon mit gerechnet habe, oh, das könnte ein Problem geben, fühlt sich das Ganze sehr gut an, sehr direkt. Am Anfang ist es ein bisschen gewöhnungsbedürftig, vor allen Dingen, weil die MX Cherry Black Switches dann doch einen gewissen Widerstand ja, in die Spielweise also mit reinbringen, beziehungsweise ja, ne? Man hat halt einen gewissen Widerstand. So. Und den man halt normalen Rubber Dome Tastaturen, wie zum Beispiel auch noch die Isco eine ist, nicht hat. Ja, und da hat er mich geholt. Aber wie auch immer, trotzdem, es spielt sich doch recht direkt. Ich hätte trotz dieses Widerstandes auch noch so ein bisschen
dann ein bisschen einspielen, ein bisschen Gewöhnungsphase, fühlt sich das Ganze sehr, sehr sicher an und vor allen Dingen hat man dann auch dieses typische Feedback, was man dann auch von mechanischen Tasten nachher kennt. Muss ich ganz ehrlich sagen, hatte ich bisher nicht. Das Glück hatte ich bisher noch nicht, mechanische Tastaturen zu benutzen. Aber ja, einmal ist immer das erste Mal. Und ich bin sehr, sehr glücklich mit der Wahl, die ich da getroffen habe, mir eine mechanische Tastatur zu kaufen. So, ich werde jetzt erstmal mein Titan holen, weil ich fühle mich hier gerade ziemlich unsicher. So. Schon besser. So, also wie auch immer, es fühlt sich sehr, sehr gut an. Ich habe das Gefühl, dass sich das auch in meinem Spiel widerspiegelt. Zumindest bilde ich mir das ein. Ob das dann tatsächlich auch der Fall ist, weiß man nicht. Oh, Scheiße, weg hier. Und ich bin down. Gut. Also mit diesem Tod gehen wir dann auch aus dem Gameplay raus, so schön es auch ist. Also wie gesagt, es spielt sich auf jeden Fall sehr cool. Ich habe eine Menge Spaß mit der mit den MX Cherry Black Switch Tasten. Die sind auf jeden Fall sehr, sehr cool, fühlen sich super an und vor allen Dingen, wie gesagt, die etwas schmalere Form der Mecha kommt meinem Spielstil bzw. auch meinen Mauseinstellungen sehr entgegen. Ich habe Unmengen an Platz auf einmal und ich fühle mich jetzt auch so in der Sitzposition ergonomisch besser aufgehoben, sage ich jetzt mal. Also es fühlt sich auf jeden Fall besser an. Ja. Und jetzt mal wieder raus aus dem Gameplay. So schön es auch ist, Titanfall nochmal zu spielen. Ich habe bis jetzt noch nicht das Vergnügen gehabt, Titanfall Gameplay hochzuladen. Möchtet ihr gerne ein bisschen mehr davon sehen? Bin ich auch gewillt, gerne etwas mehr davon hochzuladen. Sagt mir einfach, was ihr davon haltet und dann schauen wir mal weiter. Also dann, raus hier. So, wie ihr also schon beim Spielen gesehen habt, ich habe auf jeden Fall meinen Spaß mit dem Ding. Das Ding funktioniert echt super. Für jeden, der sehr viel zockt und sein PC hauptsächlich zum Zocken benutzt, ist diese Tastatur auf jeden Fall top. Also ihr habt wirklich alles da, was ihr braucht. Kann man überhaupt nicht meckern. Habt ihr sehr viel mit Medien zu tun, dass ihr jetzt zum Beispiel Mediendateien guckt oder sonst irgendwas, ihr werdet keine Ma Medientasten da haben oder sonst irgendwas. Diese Tastatur ist voll aufs Gaming ausgelegt. Und seid ihr Gamer so wie ich, seid ihr Low Sensor so wie ich, wird diese Tastatur euch auf jeden Fall viel Freude bereiten. Von mir, von meiner Seite aus, für Low Sensor eine absolute Kaufempfehlung. Wollt ihr allerdings ein bisschen mehr von eurer Tastatur erwarten, das bedeutet also nicht nur das Nötigste, dann empfehle ich dann doch lieber eine andere Tastatur, à la Rocket ISCU oder von mir aus auch Rocket Raios, wie sie momentan die aktuelle ist, auch mit mechanischen Tastaturen mittlerweile. Dann ist das definitiv eine gute Wahl. Aber wie gesagt, wollt ihr es für Gamen haben, wollt ihr viel Platz auf euren Schreibtisch trotzdem noch haben, dann ist diese Tastatur auf jeden Fall für euch gemacht. In diesem Sinne, ich bin erstmal raus. Mein Name ist BCT Reflector, aka Frankie von BCT Reflector Gaming. Ciao, ciao.